Ich habe Kaffee gemacht. Hol dir eine Tasse. Ist er noch warm? Na, sagen wir so, die Zunge verbrennt sie dir nicht mehr. Ist das Lotto? Mhm. Irgendwann klappt's mal. Hast du denn überhaupt schon mal was gewonnen? Nee, noch nie. Aber ich war mal ganz knapp daneben. Statt 6 hatte ich 7, statt 20 19, statt 43 44. Die Hand hatte sich nur um eine Kleinigkeit vertan, aber sie war auf dem richtigen Weg. Hier, mach auch mal. Nee, nee, bei sowas habe ich kein Glück. Und woher weißt du das, wenn du es nicht probierst? Wenn ich mal was gekauft habe, lose oder so, das waren immer bloß Nieten. Es gibt eben Pechvögel. Und zu denen gehöre ich. Das stört mich aber gar nicht. Ich weiß bloß, ich muss mein Geld irgendwie anders verdienen. Ja, nur dass man das nicht Geld nennen kann. Was ist denn Geld? Eine Million. Ja, das ist es. Und vielleicht habe ich die hier. Ja, vielleicht auch nicht. Aber eine Chance ist es auf jeden Fall. Hier, los, mach deine Kreuzchen. Wegen der Chance. Was schreibt man denn dafür Zahlen? Es gibt Leute, die haben immer dieselben Zahlen. Ich habe meine, so wie du deine hast. Was soll ich denn für Zahlen haben? Ja, es gibt doch persönliche Zahlen. Zum Beispiel, wann bist du geboren? 6.9.34. Dann hast du ja schon drei. Also los, mach dein Kreuz. 6. 9. Und 34. Was war 34, ja. Und wann ist deine Frau geboren? Lisbeth, 27.12.44. Schon hast du deine 6 beisammen. Also los. Mach dein Kreuz. Die hat vielleicht ein beschissenes Geburtsdatum. Einen Tag nach Weihnachten. Und ist bei einem Luftangriff zur Welt gekommen. Hm, dann ist sie die Welt noch was schuldig. Also, Kreuz an. Ja, aber Nummer eins. Die Welt ist uns was schuldig. Also ganz recht. Ja, dann gibst du den mir und ich gebe ihn für dich ab. Ihr Sohn war da. Und, was wollte er? Ihre Frau will Sie sprechen. Da schickt sie den Jungen vorbei, warum telefoniert sie nicht? Weißt du, ich nicht. Sie werden wohl irgendwann einmal den Hörer aufgelegt haben oder so. Weil ich nicht immer dasselbe hören will. Ich sage Ihnen doch nur Bescheid. In Ordnung. Danke. Hab nicht die Absicht, mich in Ihre Familienangelegenheiten einzumischen. Ich verstehe schon. Ich sag ja, danke. Komm mal her. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Na, komm. Na, siehst du? Mama, Telefon! Ja. Ja, ich komme ja schon. Ja, bitte? Du hast den Jungen vorbeigeschickt. Was willst du denn? Na, ich möchte, dass du herkommst. Ich muss mit dir sprechen. Was du willst, das weiß ich. Du willst Geld. Und das kriegst du nicht von mir. Du hast die Wohnung hier verlassen. Und wenn du jetzt nicht weiter weißt, dann ist das deine Sache. Ich will die Scheidung mit dir besprechen. Es gibt keine. Thank you.
So ist das immer mit dir. Du weißt nicht, was du willst. Ich denke, du kommst nicht. Wie du siehst, bin ich da. Grüß dich, Mensch. Hallo, Papa. Grüß dich. Grüß dich. Na, wie geht's dir denn? Gut, und dir? Ja, oh, gut. Was machst du denn? Schau mal. Was ist denn das? Eine Raumstation? Ja, und das ist mein Superraumschiff. Das ist ja große Klasse. Stark, hä? Schau mal, da kann man aufklappen. Mhm. Schau, stark. Ja, prima. Und wie sieht's in der Schule aus? Was? Er ist gut in der Schule. Was du gut nennst, hast ja keine Ahnung. Ein Zeugnis kriege ich nie zu sehen. Warum eigentlich nicht? Weil es gut ist. Und weil es dich nichts mehr angeht. Die Scheidung läuft jetzt, das wollte ich dir sagen. Und darüber wollte ich mit dir sprechen. Und nicht, was der Junge für Zeugnisse hat. Jetzt hör mal zu. Das müssen wir jetzt nicht vor dem Jungen bereden. Komm, kauf dir was. Nicht, dass du denkst, ich wäre nicht großzügig. Hier hast du 10 Mark. Ach du, meine Lottoscheine, ja, völlig vergessen. Die kannst du gleich mit abgeben, ne? Und hier hast du 20 und 10 kannst du davon behalten. Danke, Papa, gell? Na los, verschwind jetzt. Und was die Scheidung betrifft, daraus wird nichts. Wir werden ja sehen. Was soll das heißen? Den Jungen bekommst du nicht. Vielen Dank auch, gell? Ach, da schau her, der Holger. Die Lottoscheine. Ja, das ist recht. Hoffentlich will man was. Ja, das möchte ich dir auch wünschen, gell? Ja, das ist gut. Auf dem einen Schein, da steht ja überhaupt keine Adresse und nichts drauf. Sag einmal, wem gehört er denn? Ja, mein Vater. Na ja, dann schreibst halt da die Adresse genau nach Vorname, Name und dann Straße und das alles, ja, weißt gut. Schon, gell? Und danke. Da drüben liegt der Stift. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nein, das ist unmöglich. Das gibt es nicht. 6, 9, 12. Das muss ich aufschreiben. Das gibt es nicht. Mach einen Fehler. Papier. Hier. Wann bin ich geboren? 6.9.34. 6.9.34. Lisbeth. 27.12.44. 27.12.44. Ich mach keinen Fehler. Ich habe alle 6 richtig. Ich habe alle 6 richtig. Ich bin ganz außer Atem. Bin gefahren wie ein Verrückter. Ich hab 6 richtig im Lotto. Was? 6 richtig im Lotto? Du spielst doch gar nicht Lotto. Doch, Junge, doch. Diesmal hab ich getippt. Meine Geburtszahl und die von Lisbeth, von deiner Mutter hier. Guck selbst. Aber jetzt muss ich mich erstmal setzen. Na gut, aber wo ist der Lottoschein? Den hat Kramer für mich abgegeben. 6, 9, 12,
27. 6, 9, 12, 27, 34, 44. Von Ihnen hat überall rumgefragt, ob Sie da sind und so. Schreit überall rum, Sie hätten im Lotto gewonnen, stimmt das? Das geht Sie nichts an. Walter! Seit einer Stunde sitze ich hier oben. Warum? Was ist denn los? Ja, weiß das denn noch nicht? 6 Richtige! Ich habe 6 Richtige im Lotto! Hast du die Zahlen noch nicht? Meine sind rausgekommen! Komm mal mit rein. Noch nie beim Leben habe ich Lotto gespielt, genau. Gleich beim ersten Mal. Zack! Volltreffer. Die Zahlen habe ich gerade eben erst in der Zeitung gelesen. Sonst interessiere ich mich ja gar nicht dafür. Die habe ich mir nie angesehen. Aber diesmal dachte ich doch, ja, kannst du mal reingucken. Walter, du hast den Schein. Walter, du hast den Schein doch abgegeben. Da sitze. Oh Gott sei Dank. Mir fiel schon das Herz in die Hose. Na, guck sie dir doch mal an. Habe ich einen Fehler gemacht? Wie ist er, Meinung? 6, 9, 12, 27, 24, 44. Das ist alles richtig. Und sieh dir doch mal den Namen an. Was für ein Name steht denn da drunter? Dein Name? Das ist mein Schein. Der Schein gehört immer dem, dessen Name drunter steht. Und da steht mein Name. Ich habe mich schon erkundigt. Die Gesellschaft verständigt den, dessen Name und Adresse da steht. Und sie überweisen das Geld nur an den. Und an keinen anderen. Ich verstehe nicht, Walter. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Das ist nicht dein Schein. Das ist meiner. Walter. Walter. Ich habe den gültigen Anspruch. Das ist dokumentiert. Das Schöne sind deine Zahlen, aber du hast mir mit diesen Zahlen lediglich einen Vorschlag gemacht für meinen Schein. Sonst hättest du den Schein ja selber abgegeben. Und selber weggebracht. Und auch selber bezahlt. Aber du hast ihn ja überhaupt nicht bezahlt. Du hast, wie soll ich sagen, dein Besitzrecht, das hast du aufgegeben. Was heißt aufgegeben? Das ist ja gar nicht geltend gemacht. Du bist ein Schwein, Walter. Wen interessiert das? Das ist mein Schein. Und der Gewinner bin ich. Seid ihr da nicht so sicher? Kommst du mal? Der Chef möchte dich sprechen. Herein. Ach,
sich Kramer? Weiß ich nicht. Sie sind doch befreundet mit ihm. Ja. Der kommt seit 3 Tagen nicht zum Dienst. Warum nicht? Eine Krankmeldung liegt nicht vor. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht rufen Sie ihn mal an. Das habe ich getan, aber da meldet sich niemand. Kramer ist doch verheiratet. Die Frau müsste sich doch melden. Die leben nicht mehr zusammen. Marianne, Frau Kramer, die wohnt jetzt woanders. Wissen Sie wo? Ja, bitte. Sofort. Mama, für dich. Kramer? Mein Mann? Ja, er ist seit 3 Tagen nicht mehr zum Dienst erschienen. Nein, da meldet sich niemand. Ja, ich habe noch einen Wohnungsschlüssel. Warum soll ich denn danach sehen? Na gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen. Was ist denn mit ihm? Der Mann ist seit mindestens 24 Stunden tot. Aha. Er wirkt. Ah ja, danke. Sie können ihn mitnehmen. Hast du was gefunden? Nein, noch nicht. Ja, also nach Ordnung sieht es nicht aus, oder? Nee, die Wohnung ist vollkommen in Ordnung. Was heißen würde, dass Kramer seinen Mörder selbst hereingelassen hat, vermutlich sogar kennt? Was ist denn mit der Wohnungstür? Das ist ein Schnappschloss. Die Frau Kramer, die den Toten gefunden hat, hat dann den Schlüsseldienst verständigt und die haben den Schlüssel nach innen rausgestoßen, sodass sie selber aufsperren konnte. Ja. Brauchen Sie mich noch, Herr Derek? Nein, wenn ihr fertig seid, nicht mehr. Schauen wir uns doch mal um. Hey. Hm? Kramer hat im Lotto gewonnen. Hier ist eine Mitteilung der Lottogesellschaft. Über einen Gewinn von 1,5 Millionen. Was? Ich frage, wo ist das Geld? Naja, was weiß ich. Auf seinem Konto wahrscheinlich. Die Gesellschaft überweist es auf das Konto, das er Ihnen angegeben hat. Ja, von dem Konto könnte er schon was abgehoben haben. Das Datum von gestern. Seit gestern ist er tot. 1,5 Millionen. Ja, das ist eine Menge Geld. Ja. Wo ist Frau Kramer? Steht zur Verfügung. Sie ist unten beim Hausverwalter. Guten Tag, Frau Kramer. Bitte, wenn Sie draußen wollen. Ja? Ich bin in der Küche, wenn Sie mich brauchen. Alles klar. Frau Kramer, ich möchte Ihnen zunächst mein Beileid aussprechen. Danke. Wollen Sie sich setzen? Gern. Wie ich hörte, leben Sie von Ihrem Mann getrennt. Ja. Seit wann? Seit einem halben Jahr. Und wo wohnen Sie jetzt? In der Wohnung meiner Eltern. Sie sind beide im Altersheim. Sie haben ein Kind, nicht? Ja, einen Sohn. Frau Kramer, was war denn nun eigentlich der Grund Ihrer Trennung von Ihrem Mann? Wollen Sie nicht darüber sprechen? Ich habe keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen. Warum trennt man sich schon? Unversöhnlichkeit der Charaktere. Wir hatten zu oft unterschiedliche Meinungen und er wollte stets und immer nur seine gelten lassen. Nur seine. Was schließlich dazu führt, dass man sich immer mehr entfremdet. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 4, 5 Tagen. Und wo? In meiner Wohnung. Ich hatte den Jungen zu ihm geschickt. Er sollte seinem Vater ausrichten, dass ich ihn sprechen möchte. Er hat doch Telefon in der Wohnung. Ja, aber mit ihm zu telefonieren war unmöglich.
Wir gerieten immer in Streit und wenn er wütend war, legte er auf. Er kam also zu Ihnen? Ja. Ich wollte die Scheidung mit ihm besprechen. Die eingeleitet war? Nein, aber die ich endlich einleiten wollte. War er einverstanden? Nein. Das heißt, gestern Morgen rief er mich an, er sei einverstanden. Er sagte, leite alles in die Wege, von mir aus so schnell wie möglich. Ach so, er hat also seine Meinung geändert. Gab er einen Grund dafür an? Nein. Frau Kramer, Ihr Mann hat Ihnen nicht gesagt, dass er im Lotto gewonnen hat? Im Lotto gewonnen? Ihr Mann bekam gestern die Mitteilung, dass er 1,5 Millionen Mark gewonnen hat. 1,5 Millionen? Das Geld wird auf das Konto Ihres Mannes überwiesen. Er hat es Ihnen also nicht gesagt? Nein. Als er bei mir war, hat er den Jungen zur Lottoannahme geschickt. Er sollte die Scheine für ihn abgeben, aber er hat mir nicht gesagt, dass er gewonnen hat. Hat Ihr Mann ein Testament hinterlassen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, Frau Kramer, dann sind Sie jetzt im Besitz von 1,5 Millionen Mark. Ich? Tja, Frau Kramer, wenn Ihr Mann nicht anders entschieden hat, was aber nicht anzunehmen ist, denn selbst wenn es seine Absicht war, wird er nicht dazu gekommen sein, weil er mit seinem Tod ja nicht gerechnet hat. Gar nicht rechnen konnte. Großer Gott. Jetzt sehen Sie mich völlig sprachlos. Der Mord an Ihrem Mann hat Sie reich gemacht. Harry, ich würde ganz gerne mal mit dem Hausverwalter sprechen. Frau Kramer, kommen Sie bitte. Ach, Sie sind der Hausverwalter. Ja. Na ja, dann kennen Sie sich ja aus hier im Haus. Sie kennen die Mieter, sicher auch Ihre Verhältnisse. Meine Ihre persönlichen Verhältnisse. Ja, so. Einigermaßen. Seit wann kennen Sie Herrn und Frau Kramer? Seit ein paar Jahren. Die Beziehung der Eheleute zueinander. Die Beziehungen, die waren nicht besonders gut. Aber das ist hier im Haus ein offenes Geheimnis. Die haben sich einfach nicht gut vertragen. Aber wenn Sie mich schon so fragen, mit so einem Mann wie dem Kramer, da kann eine Frau nicht zusammenleben, jedenfalls nicht im Frieden. Sagen Sie, wann haben Sie den Herrn Kramer das letzte Mal gesehen? Gestern, in der Früh. Haben Sie mit ihm geredet? Ja, aber kurz, ganz kurz, ne? Der war ja wieder sowas von arrogant, sowas von oben runter. Gab es da irgendeinen speziellen Grund dafür? Ja. Wahrscheinlich hat er im Lotto gewonnen. Ja, wie kommen Sie denn da? Ein Arbeitskollege von ihm war da, der war ganz aufgeregt und sagt, wo ist der Herr Kramer? Sag ich, da oben, ging's rauf. Und dann hat er eine Stunde vor seiner Wohnungstür gewartet. Und ich sag, was ist los? Sagt er, wir haben im Lotto gewonnen. Was sagt er? Wir haben im Lotto gewonnen. Wer ist dieser Arbeitskollege? Den Namen, den kenne ich nicht, aber es wird halt so ein Freund von ihm sein oder das sowas. Hallo, Is. Da ist die Kriminalpolizei für dich. Wahrscheinlich wegen dem Kramer. Kommst du mal? Was ist denn? Polizeimensch? Ja, hab ich ja gehört. Muss ich rennen, wenn ich bei Sachpolizei ist? Ja, ob du rennst oder nicht rennst, das ist deine Sache. Jedenfalls will ich die Polizei sprechen. Komm ja schon. Hab ich gesagt, ich komm nicht? Was hat denn der? Guten Tag. Ja. Sie sind erwacht? Ja. Mein Name ist Derek, wir sind von der Kriminalpolizei. Ja, habe ich schon gehört. Ja, Herr Bracht, Sie waren befreundet mit Herrn Kramer. Befreundet ist zu viel gesagt. Wir waren Arbeitskollegen. Wir hatten immer dieselbe Schicht. Wir verstanden uns ganz gut.
Ach, Freundschaft war es also nicht? Nein. Aber Sie waren gut miteinander bekannt, kann man das sagen? Ja. Ja, bitte setzen Sie sich da. Wann haben Sie denn Ihren Kollegen Kramer zum letzten Mal gesehen? Das war Sonntagabend. Ah ja, ist richtig, da haben Sie ihn besucht, er war nicht zu Hause. Und dann haben Sie vor seiner Wohnungstür gewartet, bis er kam. Wie lange haben Sie gewartet? Ungefähr eine Stunde. Herr Diel, der Hausverwalter, sagte, Sie seien ziemlich aufgeregt gewesen, weil Sie im Lotto gewonnen hätten. Ja, er hat ja auch im Lotto gewonnen. Ja, 1,5 Millionen, aber Sie sagten zum Hausverwalter, wir haben im Lotto gewonnen. Wie? Ja, wir. Oh, ich hab wir gesagt, weil ich wusste doch, welche Zahlen er angekreuzt hatte. Die kannte ich doch. Er saß mir doch hier gegenüber, hatte die Steine vor sich. Und als die Zahlen rauskamen, da wusste ich doch, er hat gewonnen. Dann sind Sie gleich hin zu ihm, um ja. Es ihm zu sagen. Ja. Wusste er noch nicht, dass er im Lotto gewonnen hat? Doch, er wusste schon. Ja, es gibt natürlich noch eine andere Erklärung dafür, dass Sie sagten, wir haben im Lotto gewonnen. Welche soll das sein? Vielleicht haben Sie eine Verabredung getroffen, sich einen eventuellen Gewinn zu teilen. Na, wieso? Da steht doch sein Name drunter. Ist doch rechtsverbindlich. Die Gesellschaft zahlt nur an den, der da drunter steht. Ja, ich meine, Sie hätten ja trotzdem, sagen wir, eine Art freundschaftliche Vereinbarung treffen können. So nach dem Motto, wenn einer von uns gewinnt, dann teilen wir uns das Ganze. Na, eine solche Vereinbarung ist nicht getroffen worden. Sie spielen nicht im Lotto? Nein. Und danach, nach diesem Besuch, haben Sie Kramer nicht mehr gesehen? Nein. Er ist ja nicht mehr zum Dienst gekommen. Ja, das ist richtig. Ja, das war's schon. Besten Dank, Herr Bracht. Danke. Ach, noch eine Frage. Ja? Sie haben Familie? Nein. Meine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich lebe allein. Nochmals besten Dank. Er benahmt sich ein bisschen eigenartig. Findest du nicht? Ja. Wir sollten uns mal seine Personalakte ansehen. Bracht ist ein ganz zuverlässiger Mann. Bescheiden, fleißig, ein bisschen unauffällig. Ein Mann, der uns noch nie Ärger gemacht hat. Danke. Danke vielmals. Ja, bitte. Wiedersehen. Sag mal, ist dir an seiner Personalakte etwas aufgefallen? Was denn? Bracht ist geboren am 6. September 34. 6, 9, 34? Die Hälfte der Gewinnzahlen, seine Geburtsdaten. Interessant, was? Bracht, wo finde ich den? Da in der Maschinenhalle. Geradeaus und dann links. Na bitte. Sieh dir das an. Der Name Kramer und die Adresse? Das sind auf beiden Lottoscheinen verschiedene Handschriften. Frau Kramer sagte doch, ihr Mann hatte nicht gesagt, dass er im Lotto gewonnen hat. Aber als er bei ihr war, da hat er den Jungen zur Annahmestelle geschickt. Ja, bleibt immer noch die Frage, wer hat den zweiten Schein ausgefüllt? Top. Du bist der Holger, nicht? Ja. Wer ist denn da, Holger? Ach, entschuldigen Sie bitte, hier ist Derek. Dürfen wir hereinkommen? Oder stören wir Sie sehr? Guten Abend, Frau Kramer. Guten Abend. Hallo. Wie ich sehe, haben Sie ordentlich eingekauft, was? Ja, ich habe eingekauft. Und mit Geschmack, wie ich sehe. Das, was Sie da tragen, das steht Ihnen ausgezeichnet. Danke. Weswegen kommen Sie? Wegen einer Aussage, die Sie gemacht haben. Gehst du bitte in dein Zimmer? Nein, er soll hier bleiben. Bleib bitte hier.
Wir sind ja seinetwegen gekommen, Frau Kramer, als Ihr Mann hier bei Ihnen war. Da hat er doch Ihren Jungen zur Lottoannahmestelle geschickt, nicht wahr? Ja. Gut. Holger, kommst du bitte mal zu mir. So. Schau dir das an. Hast du die Scheine so abgegeben, so wie sie da sind? Nein, bei diesem Schein hatte mein Vater den Namen vergessen und die Adresse. Ach, dann ist das da also deine Handschrift? Ja. Aha. Ein Schein hatte keinen Namen und hatte keine Adresse. Genau. Gut. Hat dein Vater dir gesagt, bei einem Schein fehlt der Name und fehlt die Adresse? Nein. Gut, das war's schon. Jetzt kannst du in dein Zimmer gehen. Warum stellen Sie ihm diese Fragen? Das hört sich ja an, als ob mit dem Schein was nicht in Ordnung ist. Doch, doch, ist alles in Ordnung. Der Gewinn bleibt ihm. Was immer sich herausstellen wird. Sagen Ihnen die Zahlen 12, 27, 44 etwas? Was sollen Sie mir sagen? Das sind keine persönlichen Zahlen. Ein Geburtsdatum vielleicht. Wo sehen Sie da ein Geburtsdatum? 27. Dezember 1944 zum Beispiel. Mein Geburtsdatum. Ja, es hat jemand an diesem Tag Geburtstag. Lisbeth. Lisbeth Bracht. Als sie noch lebte, haben wir ihn immer gefeiert. Einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen. Was ist denn mit den Zahlen? Diesen Zahlen verdanken Sie Ihren Reichtum. Sagen Sie, es ist doch alles in Ordnung mit dem Schein. Naja, sagt Ihnen ja schon, für Sie ändert sich nichts. Ja, dann machen Sie mir doch nicht solche Angst. Tja, Bracht ist heute nicht gekommen. Bis jetzt hat er sich nicht gemeldet, was ganz ungewöhnlich ist. Er ruft wenigstens an oder lässt anrufen. Er hat ja einen Sohn. Einen Sohn? Wieso steht das nicht in seiner Personalakte? Ja, ein Stiefsohn. Ach so. Was ist denn los? Geht die Klingel nicht? Doch, ich habe sie gehört. Da steht er ja. Die Gardine zurückgezogen. Danke. Sie haben heute Ihren Dienst nicht angetreten, Herr Bracht. Ja. Fühlte mich nicht wohl. Ach, sind Sie krank? Ich weiß nicht. Eine allgemeine Schwäche. Ich konnte einfach nicht aufstehen heute Morgen. Herr Bracht, nach unseren Ermittlungen hat Herr Walter Kramer Sie betrogen. Um Ihren Lottogewinn betrogen. Was? Mich betrogen? Ja. Er hat Ihren Schein mit seinem Namen versehen. Nein. Wie kommen Sie darauf? Ja, aber es sind doch Ihre Zahlen. Es ist Ihr Geburtsdatum und das von Ihrer Frau. Oh, das kann ich Ihnen erklären. Walter sagte, nimm mir mal ein paar Zahlen. Mit meinen, da habe ich Pech, die kommen einfach nicht. Und da habe ich ihm ein paar Zahlen gesagt. Und es war nicht Ihr Schein? Nein. Nein! Das war seiner. Sein allein. Sie sind doch gleich hingelaufen zu ihm. Ja, weil ich ihm gratulieren wollte. Ach nee, gratulieren wollten Sie ihm? Warum nicht? Es war ja mein Kollege. Sie haben meinen Stiefsohn erbracht. Ja. Was macht er denn beruflich? Er ist Kellner. Tja. Also nun stelle ich mir Folgendes vor. Sie haben erfahren, welche Zahlen herausgekommen sind. Sie wussten, Sie hatten 6 richtige und Sie wollten das... Sie mussten das unbedingt sofort jemandem mitteilen. Könnte das Ihr Stiefsohn gewesen sein, aber? Nein. In welchem Lokal arbeitet er? Thank you.
Kreuz? Ja. Tag, Junge. Tag. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Guten Tag, Herr Bracht. Haben Sie einen Moment Zeit für uns? Ja, die muss ich mir nehmen. Wieso? Wir können ja wiederkommen, wenn Sie jetzt keine Zeit haben. Nein. Dazu bin ich zu neugierig, was Sie von mir wollen. Hm. Na, kommen Sie, gehen wir ins Nebenzimmer. Entschuldigen Sie die schlechte Luft hier. Ich mach mal ein Fenster auf. Nein, bemühen Sie sich nicht. Der Raum wird nur gebraucht für Leute, die was zu feiern haben. Ja, ja. Beinahe hätten Sie auch was zu feiern gehabt. Wie meinen Sie denn das? Wieso den Lottogewinn Ihres Vaters? 1,5 Millionen, das ist ein Grund zum Feiern. Was hast du denn da erzählt? Nichts, Junge. Nichts. Sie kennen doch den Kollegen Ihres Vaters, Herrn Kramer. Na ja, den kannte ich schon, da ging ich noch in die Schule. Er war wie ein Onkel, wie ein Verwandter. Ja, und dieser Mann, der wie ein Onkel war, hat Ihren Vater um 1,5 Millionen betrogen. Wieso betrogen? Weil Kramers Namen auf dem Schein stand, den Ihr Vater ausgefüllt hat. Darf ich fragen, was Ihnen mein Vater erzählt hat? Nein, das dürfen Sie nicht. Ich weiß Folgendes. Mein Vater hat seinem Kollegen Kramer 6 Zahlen genannt, die schließlich gezogen wurden. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Mein Vater kam gleich hier an, um mir das zu sagen. Wir dachten, das verpflichtet Kramer ganz sicher zur Dankbarkeit. Naja, er wird sich erkenntlich zeigen, was er sich auch getan hätte, wenn man ihn nicht ermordet hätte. Also, das ist eine Aussage, die wir schriftlich haben wollen und die Sie unterschreiben müssen. Wann immer Sie wollen. Wir wollen sofort. Aber was, hören Sie doch auf, Ihr Vater kam zu Ihnen und sagte, ich habe gewonnen. Ich habe 6 richtige und dann rannte er hin zu Kramer. War doch ganz erfüllt von dem Gedanken, ich habe gewonnen. Dann hört er von Kramer, nee, das war nicht dein Schein, das war meiner. Mein Name steht auf dem Schein, nicht deiner. Na, Ihr Vater, der muss doch ziemlich verstört gewesen sein. Und dann rannte er wieder los und diesmal zu Ihnen und sagte, stell dir das vor, dieser Schweinekerl. Der hat doch tatsächlich seinen Namen draufgesetzt. War es so? Nein, so war es nicht, nein. Und dann haben Sie Kramer aufgesucht. Wann? Na? War es noch am gleichen Abend oder am nächsten Tag? Oder am übernächsten Tag? Wahrscheinlich doch am übernächsten Tag, nicht? Das war der Tag, an dem er ermordet wurde. Kommen Sie. Ja, kommen Sie mal ein bisschen schneller, da sind Sie ja auch gerannt. Konnte ich ja nicht schnell genug gehen, den Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Also los, läuten Sie Sturm. Ne? Sie konnten es gar nicht erwarten, dass er die Tür aufmacht. Also, klingeln Sie. Aber da ist doch niemand, der ist doch tot. Klingeln Sie. Wenn Sie wollen. So, bitte. Also, er hat die Tür aufgemacht und dann haben Sie in Ihrer verständlichen Wut gleich angeschrien. Was höre ich da? Was sagt mein Vater? Du hast deinen Namen auf seinen Schein gesetzt. Du willst meinen Vater betrügen? Nun gehen Sie mal weiter. Gehen Sie. Kramer sagte wahrscheinlich zu Ihnen, nein, dein Vater, der irrt sich. Nein, der hat mir nur die Zahlen gegeben. Es tut mir leid, irgendetwas muss der missverstanden haben, nicht? Und dann haben Sie Kramer angeschrien. Kriegt mein Vater nun sein Geld oder kriegt er es nicht? Und dann schrie Kramer zurück, nein, er kriegt es nicht. Es ist mein Schein und es ist mein Geld. Und da haben Sie die Nerven verloren, haben Ihre Hände um Kramers Hals gelegt und haben ihn erwürgt. So war's. Also geben Sie es zu, Sie haben es getan. Legen Sie endlich ein Geständnis ab. Setzen Sie sich. Sie haben recht. Es war so. Mein Vater kam zu mir und sagte, Junge, ich habe gewonnen. 6 richtige. Endlich hat es mal uns erwischt.
Ich fragte ihn nach dem Lottoschein. Er sagte, den hat Walter für mich abgegeben. Dann kam er wieder zu mir. Am gleichen Abend noch und sagte, Walter betrügt mich. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. So bin ich zu ihm hin. Hingerannt. Am gleichen Abend noch. Der hat gar nicht aufgemacht. Der rief durch die Tür, geh nach Haus. Und weiter? Am übernächsten Tag war ich wieder da. Er rief durch die Tür, ich mach nicht auf. Ich sagte, ich bleib hier so lange, bis du aufmachst. Dann hat er mich reingelassen. Wir hatten einen Riesenkrach. Ich habe ihn angeschrien, er hat mich angeschrien. Er hat nicht nachgegeben. Er schrie, auf dem Schein steht mein Name. Es ist mein Geld. Und wenn er euch auf den Kopf stellt. Und dann haben sie ihn erwürgt? Nein. Dann hat er mich rausgeschmissen. Da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Ich habe ihn nicht umgebracht. Stefan. Da. Naja, ich höre ja. Ja, warum haben Sie das nicht schon längst gesagt? Und warum nicht Ihr Vater? Weil mein Vater mir nicht glaubt. Was? Ihr Vater glaubt, dass ich Walter Kramer umgebracht habe. Obwohl Sie sagen, dass es nicht waren? Ja, obwohl ich das sage. Und ich habe es nicht getan. Was machen wir? Ja, wir gehen, was sonst? Sie können nach Hause. Stefan, er hat zugegeben, dass er bei Kramer war. Und zum zweiten Mal ungefähr zu dem Zeitpunkt, den man für den Tod Kramers errechnet hat. Das weiß ich ja auch, Harry. Ja, dann sagst du dem Staatsanwalt, der lässt dir sofort Haftbefehl ausstellen. Ja, das glaube ich auch. Also, verstehe nicht, woran zweifelst du dann? Was ist denn nun, wenn er die Wahrheit sagt, nicht? Nein, das könnte ja sein. Also, wir sollten nicht so schnell festnehmen. Der läuft uns ja nicht weg. Ja, glaubst du ihm vielleicht? Glauben, Harry, glauben. Ich finde, es ist unsere verdammte Pflicht, mal darüber nachzudenken, ob er nicht recht hat. Bleibt wieder eine Frage offen. Wenn er es nicht war, wer dann? Ist doch oben im ersten Stock, gell? Guten Morgen, Herr Diel. Ah, guten Morgen. Aha, also hier wohnt jetzt Frau Kramer. Ja, ja, die ist gestern eingezogen. Passt ein bisschen auf die Häuser, die sind ganz neu, ja? Bei der Gelegenheit eine Frage. Wann können die in die Wohnung von ihrem Mann, die da ein paar Sachen rauszuholen? Jederzeit, die Wohnung ist freigegeben. Ach, das ist doch prima. Sie richtet sich neu ein. Ja, oder? Ja, jetzt kann sie sich ja leisten. Der Innenarchitekt ist gerade oben. Wollen Sie mitkommen? Ja, was denn sonst? Frau Kramer? Moment, ja. Tag, mein Junge. Grüß Gott. Na, wie geht's dir denn? Danke, ist ja gut. Das freut mich. Sag mal, was macht denn der Herr Diel hier? Der wohnt doch hier. Wieso wohnt er hier? Ja, er hat heute Morgen seine Koffer gebracht. Was? Aber ich mag ihn nicht. So? Bitte schön, kommen Sie. Also, auf Wiedersehen, Frau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, Frau Kramer. Guten Tag. Tja, es war gar nicht so einfach, Sie zu finden. Ja, ich bin umgezogen. Mhm. Ich wollte raus aus der alten Umgebung. Das ist wirklich eine hübsche Wohnung. Ich gratuliere Ihnen. Danke. Mögen Sie was trinken? Eine Bar habe ich schon da, Herr Diel. Wenn Sie mir sagen, was es sein soll, Frau Kramer? Vielleicht ein Glas Champagner zum Einzug? Ja, warum nicht? Ja. Es ist wirklich sehr hübsch hier. Bestimmt hätte sich Ihr Mann hier auch sehr wohl gefühlt. Macht es Ihnen gar nichts aus, ihn verloren zu haben? Vergessen Sie nicht, dass ich von Ihnen getrennt gelebt habe. Da war keine Liebe mehr. Auch kein Mitgefühl. Was wollen Sie von mir wissen?
Weswegen sind Sie gekommen? Ach, wissen Sie, die ganze Zeit überlege ich, ob... Was überlegen Sie? Ob ich den Mörder Ihres Mannes nicht schon habe. Ich könnte ihn festnehmen lassen. Und warum tun Sie es nicht? Wer ist es denn? Alphonse Bracht. Er hat zugegeben, am Mordtag Ihren Mann aufgesucht zu haben. Er hat auch zugegeben, dass es einen Riesenstreit zwischen ihm und Ihrem Mann gegeben hat. Streit? Worüber? Über diesen Lottogewinn. Der junge Bracht war der Meinung, genauso wie sein Vater, dass dieser Gewinnschein falsch unterschrieben wurde. Ihr Sohn hat ihr den Namen ihres Mannes erst später eingesetzt. Nachträglich, irrtümlich. Nach der Meinung von Bracht, irrtümlich. Ja, wieso denn irrtümlich? Das glaubt er nun mal. Ja, da ist doch nichts irrtümlich. Der Junge hat den Namen seines Vaters eingetragen und das ist genau das, was er sollte. Ich war ja dabei, als mein Mann sagte, gib meine Scheine ab. Meine Scheine! Ja, und ich wiederhole, Bracht war der Meinung, die darf er ja schließlich haben, dass sein Schein dabei war und dass der Name ihres Mannes erst nachträglich drauf geraten ist. Ja, da ist nichts mehr zu machen. Nichts mehr. Nein, da ist nichts mehr zu machen. Alles andere interessiert mich nicht. Sie vielleicht nicht, ja. Aber versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe schließlich den Mörder Ihres Mannes zu finden. Was? Sie haben doch gesagt, Sie haben ihn. Nee. Ich sagte, ich überlege, ob ich ihn nicht habe. Ach so. Ja. Der verständliche Streit zwischen dem jungen Bracht und Herrn Kramer und Brachts Besuch zum ungefähren Zeitpunkt des Mordes, die sind noch kein Beweis. Ja. Und was sagt er selber? Bracht. Ja, der sagt, er habe Kramer nicht umgebracht. Tja, aber er hat doch zugegeben, dass es zu einem Riesenkrach gekommen ist. Ja. Und der Mord ist passiert um die Zeit. Ja? Ja, also. Dann haben sie doch den Mörder. Ich bin aber im Augenblick weniger davon überzeugt als jemals zuvor. Der Junge hat mir gesagt, Sie ziehen hier ein. Ja, Sie hätten heute Morgen Ihren Koffer gebracht. Ja. Das tue ich. Ich muss das erklären. Oder willst es nicht du erklären? Nein. Warum denn nicht? Ich möchte hören, was du dazu sagst. Aber das kann man doch erklären. Dann tu es doch. Tja, also, das war, was Sie wissen, um die Schwierigkeiten zwischen Herrn und Frau Kramer. Und naja, in der Zeit, in dieser schwierigen Zeit für Frau Kramer, habe ich ein bisschen geholfen. Mir zur Seite gestanden, wenn sie irgendwas gebraucht hat und wie es dann halt eben so ist. Man lernt sich dann so näher kennen. Und ja, kurz und gut, Frau Kramer, die wollte die Scheidung einreichen und wir wollten heiraten. Da war es nicht so. Kann ich Sie mal allein sprechen? Wieso willst du mit ihm allein sprechen? Kommen Sie. Seine Koffer. Ich muss Sie noch einmal fragen. Kann irgendjemand mir den Gewinn streitig machen? So wie es aussieht, niemand. Und wenn Bracht zum Gericht geht? Dürfte er keinen Erfolg damit haben. Sie fragen sich, ob Alphonse Bracht der Mörder ist. Er ist es nicht. Woher wollen Sie das wissen? Mein Mann rief mich an. Nachdem Bracht bei ihm war und erzählte mir von dem Streit. Er sagte, stell dir vor, die wollen mir den Gewinn streitig machen. Ich habe ihn rausgeworfen. Daraus geht ja wohl hervor, dass Alphonse Bracht nicht der Mörder sein kann. Denn er war ja schon gegangen. Ein sehr guter Beweis. Sie haben mein Mitgefühl bezweifelt. Aber glauben Sie mir, ich habe es. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Diel hat recht.
Wir hatten eine Beziehung zueinander. Eine private und auch intime. Als wir hörten, dass mein Mann gewonnen hat, sagte Deal, von dem Geld hast du nichts. Nein, er sagte, von dem Geld haben wir nichts. Von dem Geld haben wir nur etwas, wenn er mal tot ist. Ich habe das nicht wichtig genommen, als bloße Rederei abgetan. Aber jetzt denke ich plötzlich anders darüber und frage mich, was hat er wohl gemeint, als er abends zu mir kam und sagte, wir haben das Geld. Jetzt bekommt dieser Satz plötzlich eine fürchterliche Bedeutung für mich. Für mich auch. Herr Diehl, Sie sind festgenommen, weil Sie hinreichend verdächtigt sind, Walter Kramer getötet zu haben. Sie will sie nicht mehr sehen, Herr Diehl. Ja, ja, ich hab's getan, Erwin. Aber sie war damit einverstanden. Ich hab's mit ihr besprochen. Verstehen Sie? Sie war einverstanden. Sonst wären wir doch nie an das Geld herangekommen. Es gab doch gar keinen anderen Weg. Verstehen Sie? Gar keinen. Und was sagt Frau Kramer? Sie sagt ein Missverständnis. Deal müsse da etwas falsch verstanden haben. Sie hätte niemals darin eingewilligt, ihren Mann zu ermorden. Glaubst du ihr das? Nein. Sie hat ganz einfach die Gelegenheit benutzt, noch jemanden loszuwerden. Das müssen wir ja nur beweisen können. Na wie denn? Das müsste sie ja selber gestehen. Und das wird sie nicht tun. Strukturdebatte und Führungsstreit. Wie reagieren die Grünen auf den Rückzug von Gunda Röstl? Versorgungsflüge in Mosambik. Welche Lage erwartet die deutschen Hilfskräfte? Und Rosenmontag am Rhein. Wen nehmen die Narren diesmal aufs Korn? Mehr zu diesen und anderen Themen in der Heute-Sendung um 19 Uhr. Bis gleich.